Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Lesemonat aus dem Monat Oktober. Insgesamt wurden es 6 Bücher, die ich allesamt in Printform hier neben mir liegen habe. Aber ich habe sie nicht alle in Printform gelesen oder nicht komplett in Printform gelesen. Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder zum Hörbuch gegriffen. Ich höre meine Hörbücher ja immer über die Nextory App. Das ist ein Anbieter für Hörbücher, aber auch E-Books. Mittlerweile gibt es über 500.000 Stück, die ihr auf der App entdecken könnt. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Das heißt, alle Bücher, die ich euch zum Beispiel in meinem Neuerscheinungsvideo vorstelle, könnt ihr darüber auch hören. Also nicht alle, aber einige davon könnt ihr darüber auch hören. Das habe ich euch beim letzten Video ja schon gesagt. Wenn ihr keine Lust habt, euch direkt 6 Bücher aus dem Neuerscheinungsvideo zu kaufen, dann könnt ihr auch einfach mal unten in die Infobox gehen. Da habe ich einen Link, da könnt ihr Nextory 30 Tage kostenlos testen. Und ja, kostet euch gar nichts und ihr könnt die neuesten Bücher direkt hören. Ihr könnt mal reinhören, ihr könnt mal reinschnuppern. Nextory hat auch super viele tolle Funktionen, wie zum Beispiel die Schlaffunktion. Die nutze ich tatsächlich abends immer, wenn ich ins Bett gehe. Da mache ich mir mein Hörbuch an, stelle den Timer auf 15 Minuten und nach 15 Minuten wird die App dann automatisch langsam leiser, bis sie dann nach der angegebenen Zeit komplett aufhört. Ihr könnt das Hörbuch auf doppelter Geschwindigkeit hören, was ich persönlich richtig gut finde, weil ich die normale Sprechgeschwindigkeit für viel zu langsam empfinde, aber das ist ein persönlicher Geschmack. Ihr bekommt immer wieder neue Hörbücher vorgeschlagen, wenn die App merkt, okay, ihr habt dieses oder jenes Buch gelesen, dann könnte euch auch das gefallen. Da habe ich schon super viele tolle Hörbücher entdeckt, die mir sonst wahrscheinlich durch die Lappen gegangen wären. Und für mich ein persönliches Highlight der App ist natürlich die Möglichkeit, unlimited zu hören. Das heißt, keine Begrenzung in der Stundenzahl, in der Hörstunden- oder in der Lesestundenzahl. Ihr könnt einfach, wenn ihr dieses Paket bucht, unlimited hören und müsst euch keine Gedanken machen, wann die Hörstunden aufgebraucht sind, weil, ja, sie einfach unendlich sind. So viel zu Nextory. Ihr könnt es, wie gesagt, in der Infobox gerne mal ausprobieren. Ich stelle euch auf meiner Seite auch immer wieder neue Hörbücher vor, die ich persönlich als gut empfunden habe, die ich gerne gehört habe. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter. Starten direkt mit dem ersten Buch in den Lesemonat. Das war die Belvedere Academy of Adlets. Der erste Band heißt Liars und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennt. Da ist so eine Goldfolie auf dem Cover drauf und es fiel mir super schwer, das Buch zu lesen, ohne die Goldprägung zu zerstören. Also an manchen Stellen ist sie schon so ein bisschen abgeblättert. Ich meine, optisch sieht es super aus, aber da müsste der Verlag vielleicht noch mal kurz bei der nächsten Auflage ausbessern, weil das hat mich schon ein bisschen gestört. Ich habe es dann irgendwie immer so gelesen, damit ich bloß nicht das Gold anfasse. Mir ist auch ein kleiner Unfall passiert, beziehungsweise Maler ist ein kleiner Unfall passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es da unten erkennt. Ja, man sieht es noch. Maler hat meinen großen König der Löwenbecher oder meinen Vincent Weißbecher, ich weiß nicht mehr, der randvoll mit Cola war, umgekippt und kam dann in die Küche und hat mir irgendwas erzählt von Cola und Becher und hast du nicht gesehen? Und als ich dann ins Wohnzimmer kam, war das Übel schon angerichtet und es hat Gott sei Dank nur das eine Buch getroffen. Aber ja, es hat mich etwas geärgert, weil der ganze Esstisch unter Wasser stand. Aber das Cover hat nichts abbekommen, es war wirklich nur hier die untere Seite. Und ich habe auch die Ausgabe mit diesem Erstauflagen-Farbschnitt, Buchschnitt. Ich weiß nie, ob man das Farbschnitt nennen kann, wenn es einfach nur ein Aufdruck ist. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das empfindet. Ja, aber kommen wir mal zum Inhalt vom Buch. Worum geht es? Die Belvedere Academy of Adlets, wie es der Name schon sagt, ist eine elitäre Universität, auf der man sich quasi auf verschiedene Sportarten spezialisieren kann. Unsere Protagonistin Nika Plum liebt zum Beispiel das Fechten und unser männlicher Protagonist Ambrose Kennedy ist ein leidenschaftlicher Schwimmer.
Mit dem Fechten habe ich persönlich jetzt nicht so viel am Hut. Schwimmen mag ich ganz gern, aber sobald es in die professionelle Schiene geht, bin ich da auch schon wieder raus. Ja, ist jetzt beides nichts, was mich ultra gecatcht hätte als Sportart. In dem Sinn war ich dann auch froh, dass der Sport eigentlich keine so große tragende Rolle in der Geschichte gespielt hat. Für mich war das gut, weil, ja, ist beides jetzt kein Thema, das mich aus den Latschen haut. Aber ich denke, wenn der Titel heißt, es ist eine Akademie von Athleten und, ja, das ganze Setting auf dieser Akademie spielt, dann sollte vielleicht der Sport doch eine größere Rolle bekommen. I don't know. Könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr das seht. Aber ich denke halt, wenn der Titel eines Buches schon sagt, es geht um diese Thematik, dann sollte diese Thematik doch auch öfter behandelt werden, beziehungsweise etwas tiefer behandelt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, nichtsdestotrotz, das ist jetzt nur so Meckern am Rande. Die Geschichte nimmt relativ schnell Fahrt auf. Ich mochte Nika eigentlich ganz gerne. Ich mochte es aber nicht, dass die ganze Geschichte auf Lügen, Notlügen etc. aufgebaut ist. Sie kommt eben an diese Akademie und möchte Freunde finden und tischt denen oder tischt ihren Mitstudenten, Mitschülern ja, so ein paar Notlügen auf, um einfach beliebter zu sein. Und sowas kann ich persönlich nicht leiden. Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Und Ambrose kommt dahinter. Also da verrate ich euch jetzt nicht so viel. Das steht auch im Klappentext. Und natürlich kommt er auf die glorreiche Idee, sie ein bisschen zu erpressen. Was ich auch nicht sonderlich nett finde. Aber zur Geschichte hat es irgendwie gepasst. Sie soll sich nämlich an Ambrose' älteren Bruder Aaron ranmachen, weil er keine Lust mehr hat, in dessen Schatten zu stehen. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und tatsächlich war mir Ambrose am Anfang auch gar nicht so sympathisch. Er hat da so ein paar Entscheidungen getroffen, die ich nicht nachvollziehen konnte und die ich auch nicht vertreten würde. Aber ich finde, der Charakter hat eine große Entwicklung im Buch mitgemacht und gegen Ende hin habe ich manches dann irgendwie doch mehr abgehakt und als nicht mehr so schlimm empfunden, was ich anfangs noch kritisiert habe. Die beiden als Duo fand ich auch ganz spannend. Ich fand auch die Nebencharaktere gut herausgearbeitet. Also da muss man echt sagen, dass Maren das richtig gut macht, Charaktere darstellen. Nika ist zum Beispiel auch wieder ein Charakter mit Angstproblematik. Da hat Maren ja eine komplette Reihe bereits drüber geschrieben mit Angst vor der Dunkelheit und Angst vor lauten Geräuschen. Das war eine Dialogie. Und hier merkt man auch, dass sie versucht hat, dem Charakter wieder eine negative Eigenschaft anzuhaften, aus der sie sich quasi im Laufe des Buches ein bisschen herausarbeiten kann, wo sie dran wachsen kann, wo sie dran arbeiten kann. Und das hat hier im Buch auch gut gepasst. Insgesamt war es eine schöne Geschichte zum Lesen, aber kein Highlight für mich, würde ich jetzt sagen. Dann durfte ich diesen Monat in die Gedanken von Alan Rickman eintauchen. Seine Tagebücher von 1993 bis 2015 wurden veröffentlicht. Und als großer Harry Potter-Fan musste ich da natürlich direkt zugreifen. Also wie ihr es gerade schon gesehen habt, wenn man irgendwie ein bisschen fettige Finger hat, dann vermackt man oder verklebt man das ganze Cover. Ich weiß nicht, was da für eine Beschichtung drauf ist, aber ich habe hier 1000 Fettflecken drauf, obwohl ich mir ständig die Hände wasche, sie nicht eingecremt habe, gerade nichts gegessen habe und trotzdem, ja, habe ich ständig irgendwelche Tatschen da drauf. Das ist ein kleiner negativer Aspekt, aber darum soll es nicht gehen, soll nämlich um den Inhalt gehen. Dazu kann ich gar nicht mal so viel sagen, außer dass ich es total interessant finde, oder fand zu lesen. Ich finde so bei Autobiografien und bei Büchern über reale Menschen ist es immer super schwer, was zu sagen. Ich fand es interessant, natürlich alles, was rund um das Thema Harry Potter sich gedreht hat,
zu erfahren, wie er über manche Dinge gedacht hat. Hinten drauf steht zum Beispiel 16. November 2009, um 7 Uhr abgeholt, Harry Potter, um die sogenannte Bootshaus-Szene zu proben, auch bekannt als Snapes Tod. Also da kriege ich die Gänsehaut wieder. Da erfahrt ihr wirklich sehr, sehr viel über den Schauspieler und über die Dreharbeiten zu Harry Potter. Aber auch, ja, er nimmt uns auch mit zu anderen Sets. Ich meine, in den ganzen Jahren hat er ja mehr als Harry Potter gedreht. Er nimmt uns mit zu anderen Filmsets. Er nimmt uns mit zu Premierenfeiern. Er gibt uns Einblicke in sein Privatleben. Ich meine, Alan Rickman ist leider nicht mehr am Leben. Das heißt, alles so nachzuvollziehen für einen Ghostwriter ist vielleicht auch nicht möglich gewesen. Aber ich fand es einfach super interessant zu lesen, weil ich den Mensch Alan Rickman auch sehr, sehr sympathisch fand und ja, eben das ganze Harry Potter-Thema mich doch sehr interessiert hat. Demnach für Harry Potter-Fans auf jeden Fall ein ganz klares Muss. Kommen wir von dem Buch, das mein Harry Potter-Herz höher schlagen ließ, zu einem Buch, das mein Herz gebrochen hat. Mehrfach. Ich habe das Buch lange vor mir hergeschoben. Ich war mir nicht sicher, ob ich es aktuell lesen möchte, aber da sich meine privaten Umstände ein bisschen geändert haben, habe ich dann doch jetzt dazu gegriffen, und zwar The Things We Leave Unfinished. Es war ja die ganze Zeit so, dass mich das Thema mit Krieg und Air Force und Co. persönlich betroffen hat und ja, dass mein Leben sich ein bisschen gewandelt hat und dass es mich eben jetzt nicht mehr betrifft. Und demnach konnte ich das Buch auch wieder zur Hand greifen, ohne emotional gedamaged zu werden. Das hat das Buch aber dennoch geschafft, weil es einfach so unfassbar gut geschrieben ist. Also Rebecca Yarros ist einfach für mich eine Queen. Die hat mich mit Fourth Wing ja schon so gecatcht und jetzt auch eben mit The Things We Leave Unfinished. Eine Familie, zwei Geschichten, tausend Gefühle ist auf jeden Fall ein sehr guter Untertitel. Aber worum geht es im Buch? Also es geht um Georgia, die quasi ständig von ihrer Mutter verlassen wurde und demnach von ihrer Großmutter aufgezogen wurde, die eine sehr bekannte Schriftstellerin war. Sie ist nämlich jetzt gestorben und ja, Georgia ist natürlich sehr, sehr traurig und dann kommt die Nachricht, dass jemand quasi die Lebensgeschichte ihrer Großmutter anhand von verschiedenen Dokumentationen und Schriften, die sie selbst noch verfasst hat, auf den Markt bringen möchte. Und da wurde auch ein Ghostwriter engagiert, der eigentlich gar nicht mal so für seine Liebesgeschichten bekannt ist, aber jetzt diese hier, oder die Lebensgeschichte von ihrer Großmutter, sie hieß Scarlett Stanton, schreiben soll. Die beiden lernen sich kennen und sind sich eigentlich auf den ersten Blick gar nicht mal so sympathisch. Zumindest weiß sie, wer er ist und kritisiert dann auch noch, dass seine Bücher schlecht wären. Und als sie dann erfährt, dass er quasi die Geschichte ihrer Großmutter neu schreiben soll oder auf den Markt bringen soll, ist das natürlich nicht unbedingt das, was sie möchte. Was das Buch für mich dann aber so besonders gemacht hat, ist der Zeitsprung zwischendurch. Also wir erfahren nicht nur die Geschichte aus Georgias Sicht und aus Noahs Sicht, sondern zwischendurch springt die Geschichte immer einige Jahrzehnte zurück zu Scarlett Stanton bzw. Scarlett, ich glaube Wright hieß sie früher, und wir erfahren, wie Scarlett ihren Ehemann Jameson kennengelernt hat in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, und das waren eigentlich auch die Parts der Geschichte, die ich unfassbar schön fand. Die Liebesgeschichte von Scarlett und Jameson ist einfach unbeschreiblich. Ihr müsst das Buch lesen, um es zu verstehen. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen in die Augen, wenn ich nur dran denke, wie schön diese Geschichte war. Muss mich kurz fassen. Also es hat mich wirklich emotional sehr, sehr mitgenommen, dieses Buch. Und
Ja, ich habe da jetzt gerade nicht die passenden Worte, um zu beschreiben, wie schön dieses Buch ist. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Wer auf Herzschmerz und Liebesdrama und Familiengeschichten und noch mehr Drama und noch mehr Herzschmerz steht, der sollte auf jeden Fall hier mal einen Blick rein riskieren. Und vor allem, was Rebecca halt auch wieder geschafft hat, sind diese unfassbaren Plot-Twists, die kein Mensch wirklich, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die hat kein Mensch kommen sehen. Und ja, das macht das Buch einfach zu was Besonderem. Das nächste Buch, das ich im Oktober gelesen habe, war The Sky Above Us. Da gab es ja wirklich schon sehr viel Gesprächsstoff und auch Zündstoff in der Buchbubble, weil es wohl eine Dokumentation gibt, die gefühlt eins zu eins den Inhalt dieses Buchs wiedergibt, beziehungsweise das Buch gibt eins zu eins den Inhalt dieser Dokumentation wieder. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Mir ist es im Endeffekt egal. Es hat zwar so einen leichten Beigeschmack wie Copy-Paste, aber wenn man sein eigenes Ding dann noch draus macht und diese Dokumentation vielleicht nur die Grundlage zur Buchidee war, dann feel free to write, dann ist es mir im Endeffekt egal. Nichtsdestotrotz konnte das Buch an sich mich nicht überzeugen, auch wenn ich diese andere Thematik ausblende. Es war einfach nicht mein Setting. Dieses Free Climbing war absolut nicht meins. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Liebesgeschichte zwischen Sky und Eric mich dann noch mehr catcht und das Ganze überlagert. Aber ich muss sagen, das Highlight des Buchs war einfach das Setting im Yosemite Park. Den wollte ich unbedingt sehen, nachdem ich das Buch beendet habe. Aber ja, die Geschichte zwischen den beiden hat mich jetzt nicht so berührt, wie ich das gerne gehabt hätte. Das Buch hat so ein, wie hat mal jemand gesagt, graue Maus und Millionärsklischee. Es geht eben um Sky, die gerne ein Filmstudium machen würde und sie kriegt die Chance, die Dokumentation über Eric Knox zu drehen, der ein berühmter Kletterer ist, sage ich es einfach mal, und er möchte eben in diesem Nationalpark eine Felswand erklimmen, ohne Sicherung, ohne Seil, ohne alles, eben Free Climbing, nur er und die Felswand. Und sie soll eben das Training und ja, am Schluss dann eben auch diesen Versuch dokumentieren und auf Film festhalten. Dieses Free Climbing wäre ja schon mal gar nichts für mich mit Höhenangst und etc. Also da hatte ich regelmäßig Gänsehaut, als ich das gelesen habe und dachte mir so, oh Gott, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier? Und Sky ging es dann wohl ähnlich. Sie hat nämlich ein Erlebnis, das sie geprägt hat. Und ja, Eric triggert das in ihr auch ständig wieder. Und das war schon interessant, weil es irgendwie was anderes war, aber es hat sie trotzdem getriggert. Und da habe ich eigentlich mehr so die menschliche Psyche hinterfragt oder allgemein dieses Triggern, als mich auf die Geschichte zu konzentrieren. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Geschichte konnte mich einfach nicht so packen. Ich habe über viele andere Dinge während des Buchs nachgedacht, aber nicht über die Liebesgeschichte zwischen Sky und Eric. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann kommen wir zu den letzten beiden Büchern, die mich jetzt so langsam in die Weihnachtszeit einstimmen. Das erste war Kisses in the Snow von Tonia Krüger, Leonie Lastella und Valentina Fast. Ich dachte anfangs tatsächlich, dass es sich hier um drei Kurzgeschichten handelt. Es geht nämlich um drei Paare. Hier stehen nämlich drei Paare, drei Perspektiven, drei Autorinnen, eine Geschichte. Das mit einer Geschichte habe ich, als ich den Klapptext gelesen habe, irgendwie nicht so geblickt. Ich dachte wirklich, dass diese drei Paare drei Kurzgeschichten bekommen. Aber das Ganze ist so ineinander verworren, dass es sich wirklich um eine Geschichte handelt. Es switcht ständig die Perspektive. Ich muss mal gucken, wo das Kapitel anfängt. Hier ist zum Beispiel ein Kapitel von Hunter. Hier ist ein Kapitel von Ava. Hier ist ein Kapitel von. Ja, schon wieder Ava. Grace.
Ja, es gibt eben 6 Protagonisten in dieser Geschichte und die Konstellation zwischen denen ist einfach super witzig und du merkst tatsächlich auch nicht während dem Lesen, wo die eine Autorin angefangen hat und wo die andere aufgehört hat. Also es geht alles so fließend ineinander über. Ich denke, das war auch viel Überarbeitung notwendig, dass das einfach dem Leser nicht auffällt, weil jeder Autor hat eben seinen eigenen Schreibstil, den er mit einfließen lässt. Und das merkt man hin und wieder auch. Aber das Ganze wurde so gut gemanagt, würde ich es einfach mal sagen, dass es nicht extrem auffällig ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja von Valentina zum Beispiel schon mehrere Bücher gelesen und ich liebe ihren Schreibstil. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, welche Geschichte sie geschrieben hat, weil das alles wie so Zahnräder ineinander übergeht und das finde ich richtig schön. Also da muss ich auf jeden Fall mal recherchieren, wie das Ganze funktioniert hat beim Schreiben. Da muss ich vielleicht mal nachhören. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es in der Geschichte geht. Wie gesagt, wir haben 6 Couples, die quasi in einem Winterort, in einem winterlichen Ort, in einem winterlichen Kuhkaff, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wo jeder jeden kennt, eingeschneit werden. Es gibt eine Lawine, es gibt einen Blizzard und sie sitzen einfach in diesem Örtchen fest. Und da gibt es zum Beispiel das eine Paar, das Ava und Mason heißt. Und die beiden trennen sich einfach mal in diesem Urlaub und sitzen dann als getrenntes Paar in diesem verschneiten Örtchen fest. Dann gibt es die Bed-and-Breakfast-Besitzerin Peyton, die eine frühere Vorgeschichte mit Hunter hat. Jetzt sitzen die beiden auch in diesem Ort fest und müssen miteinander klarkommen. Hunters beste Freundin ist auch mit am Start und die fühlt sich zu jemand anderem aus diesem Trio Infernale hingezogen. Es ist also total verworren und es macht so Spaß, die Geschichte jeder einzelnen Person zu lesen und wie sie diesen Blizzard und alles überstehen und wie sie das Weihnachtsfest retten wollen, weil Weihnachten spielt auch eine große Rolle. Es ist einfach eine super schöne Geschichte und ich bin froh, dass ich damit in die Weihnachtszeit gestartet bin. Ja, bei mir startet die Weihnachtszeit nach Halloween sofort. Ich versuche zwar noch keinen Lebkuchen zu essen oder Glühwein zu trinken, aber ja, sobald die Kürbisse weggeräumt sind, ist bei mir schon so, ja, Jingle Bells Feeling. Demnach bin ich sehr froh, dass ich dieses Buch gelesen habe und damit in meine diesjährige Weihnachtszeit gestartet bin. Und last but not least kommen wir zum letzten Buch, das auch ein winterliches Setting hat und auch das Thema Weihnachten beinhaltet. Das Weihnachtswunder deines Lebens. Das Buch habe ich ja bei Bookish Christmas in meinem Paket drin gehabt. Und es war jetzt auch das erste Buch, das ich aus dieser Box gelesen habe und auch, ja, als sehr süß empfunden habe. Es ist ein Self-Publishing-Buch. Das heißt, ich habe endlich mal wieder ein Self-Publisher-Buch zu verzeichnen. Das freut mich als eigener Self-Publisher natürlich immer sehr. Aber worum geht es? Außer, dass es ein wundervolles Cover hat, hat es auch einen wundervollen Inhalt. Es geht nämlich um Claudia Hagedorn. Die wollte eigentlich auswandern, aber das ist irgendwie so ein bisschen schief gegangen und jetzt muss sie zurück zu ihren Eltern und das mit knapp 30. Da kommt Freude auf, ich kann es euch sagen. Ja, ihr Bruder setzt alles daran, um ihre Laune ein bisschen zu heben und die Eltern versuchen, dass sie nicht mehr ganz so geknickt ist. Und dann gibt es dann natürlich noch ihre Großmutter, die, ja, ein bisschen anders ist, nennen wir es mal so. Eines Tages findet Claudia auf der Suche nach eigentlich etwas ganz anderem einen, ich sag mal, magischen Adventskalender. Dieser wird immer unter den Frauen der Familie weitergereicht und da soll sie jeden Tag quasi eine Aufgabe erledigen und der Kalender, ja, hilft ihr irgendwie dabei, ihren Seelenfrieden wiederzufinden. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen schmalzig, aber ja, die Aufgaben sind halt besonders, sage ich mal so.
Sie helfen ihr, über sich und ihre Gefühlswelt nachzudenken und helfen ihr so Stück für Stück dabei, wieder auf den richtigen Weg zurückzufinden, wieder zu sich selbst zu finden. Und Claudia dabei zu beobachten, war einfach richtig, richtig schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Lebensratgeber ist, aber man hat einfach das Gefühl, dass man viele Dinge, die im Buch beschrieben werden, auch auf sich selbst projizieren kann und auch für sich selbst Dinge herausfinden kann anhand der Geschichte von Claudia. Und mir ging es tatsächlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, mental super gut, weil ich dachte, ja, stimmt, da hat sie recht. Warum machst du das nicht so? Und ich habe viele Dinge aus meinem privaten Leben hinterfragt und auch mir überlegt, manches davon selbst umzusetzen. Und das sind Dinge, die finde ich halt einfach immer klasse. Wenn du einen Belletristikroman, eine Geschichte über fremde Menschen liest und selbst noch was für dich daraus ziehen kannst. Das ist auf jeden Fall so ein Buch und ich habe es super gern gelesen. Ihr Lieben, das waren alle 6 Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Jetzt beginnt wieder so die cozy Zeit, die Kuscheldecken und heißer Tee. Ich verkrümel mich auf die Couch Zeit, in der ich wieder mehr lesen werde, hoffentlich. Die letzten Monate waren ja quantitativ nicht ganz so berauschend. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Aber ich habe jetzt bereits 2 Bücher diesen Monat beendet und da bin ich doch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!